Backrooms, eine andere Realität mit Billionen von Ebenen. Und da ich, glaube ich, der Mensch bin, der sich am meisten mit den Backrooms befasst hat auf diesem Planeten, dachte ich mir, ich kann noch mal ein Video über die Backrooms machen. Wir fangen jetzt erstmal mit Level 0, also der Lobby und den Grundlagen, so den Basics zu den Backrooms an. Und wenn es gut ankommt, könnte ich ja auch noch einen weiteren Teil machen zu weiter fortgeschrittenen Sachen. Ich baue die Backrooms gerade auch in Minecraft nach, also alles per Hand. Ich habe schon viele tausende Blöcke, also ohne Commands und so gebaut, und wenn euch das interessiert, kann ich das ja auch mal zeigen, dazu ein Video machen. Aber jetzt mal rein ins Video. Also, Kapitel 1. Was sind denn die Backrooms? Also entstanden sind die Backrooms mit diesem Bild, das in einem 4chan-Forum geteilt wurde. Dabei stand noch dieser Text, also der sagt: Pass auf, dass du nicht aus der Realität Noclips und dich in den gefährlichen Backrooms wiederfindest. Also es ist natürlich nicht die 1:1 Übersetzung des Texts. Ich blende ihn euch hier einmal ein, dann könnt ihr euch den auch selbst durchlesen, nur... Ich wollte eine Zeit fürs Video sparen und habe den deswegen nur zusammengefasst. Also jetzt haben wir ja die Frage geklärt, wo die Backrooms herkommen. Aber dieses Kapitel ist ja nicht, wo die Backrooms herkommen, sondern was sie genau sind. Das haben wir zwar eben auch schon kurz angeschnitten, aber um nochmal kurz tiefer darauf einzugehen, das ist sozusagen eine alternative Realität. Es gibt verschiedene Theorien zu den Backrooms, das ist immer schwer zu sagen, da die Backrooms keinen offiziellen Kanon haben. Gleich dazu mehr. Und diese Backrooms sind halt eben aus verschiedenen Ebenen oder Leveln aufgebaut. Ich bezeichne es lieber als Level, aber das ist eigentlich eben so ein bisschen selbst überlassen. Und eben diese Ebenen haben verschiedene Kreaturen oder Gefahrenstufen, und wir können uns diese verschiedenen Level und Kreaturen jetzt auch mal genauer angucken, wenn euch das gefällt. Also das heißt dann in weiteren Videos. Oh, Junge, was soll denn das? Jetzt sind plötzlich alle meine Audios weg. Das heißt, ich kann das Video wieder von komplett vorne neu vertonen. Ich habe gar keinen Bock. Schick dich doch einfach, du scheiß Schnittprogramm. Und um auf den Punkt von vorhin mit dem keinen einheitlichen Kanon zurückzukommen, es gibt halt nicht den einen Backrooms-Autor oder den einen Erfinder. Na klar, es gibt dieses Bild, was ich euch eben gezeigt habe. Und es gibt auch ein Backrooms-Wiki, was viele als am ehesten als den offiziellen Kanon sehen. Aber selbst dieses widerspricht sich teilweise. Zum Beispiel werden manchmal Level rewritet, neu geschrieben. Und das heißt dann, dass das Level jetzt verändert wurde. Das heißt, es gibt dann noch einmal die alte Version, aber die ist jetzt dann, zumindest laut dem Wiki, nicht mehr die richtige. Dann werden aber manchmal auch Level ausgetauscht. Dann gibt es archivierte Level, also dass die dann komplett anders sind, die Levels. Aber trotzdem ist es jetzt auch wie bei den SCPs. Und zwar ist das einfach nur eine Gruppe, also eine Gruppe, keine Ahnung, die dieses Wiki gemacht haben, und da kann dann jeder seinen Artikel schreiben, und wenn er halt gut ist, das mache ich übrigens auch demnächst nochmal, mein eigenes Backrooms-Level, dann wird er halt zugelassen. Das heißt, eigentlich kann jeder was zu den Backrooms beitragen. Aber dieses Backrooms-Level ist da halt auch keinen klaren Backrooms-Erfinder oder so, jemand, der das Patent darauf hat, gibt. Ist jetzt auch nicht klar, ob das jetzt wirklich eher Kanon ist als zum Beispiel die YouTube-Videos von Kane Pixels, die sich teilweise mit den Kreaturen und Async widersprechen zu dem aktuellen Backrooms-Wiki. Da ist es zum Beispiel in Level 0, zu dem wir gleich auch noch kommen, nicht möglich, auf andere Lebewesen zu treffen, was bei Kane Pixels überhaupt nicht der Fall ist. Also das kann zwar im alten Kanon passieren, aber der hat auch neue Monsters. Es sind Monster hinzugefügt. Und ja, den Versprecher habe ich zwar gerade drin gelassen, aber normalerweise schneide ich die raus. Ich finde es nur lustig manchmal. Ach ja, wie schön. Und das Gleiche, dass alle Aufnahmen weg sind, ist jetzt auch wieder hier passiert. Also ihr wisst jetzt, alles, was jetzt kommt, habe ich zum dritten Mal eingesprochen. Deswegen klinge ich vielleicht teilweise nicht mehr ganz so motiviert. Auf jeden Fall, wie gesagt, die gleichen Leute, die das Backrooms-Wiki machen oder die gleiche Personengruppe haben, kümmern sich auch um das SCP-Wiki. Also kümmern heißt halt, die entscheiden, welcher Artikel in den Kanon reinkommt. Also in Anführungsstrichen Kanon natürlich nur. Und genauso ist das halt bei den Backrooms. Auf jeden Fall, wenn ihr auch noch mal Videos zu SCPs wollt, kann ich das auch gerne machen, weil die sind den Backrooms gar nicht mal so unähnlich und auch sehr interessant. Also noch mal kurz zusammengefasst, es gibt eigentlich keinen offiziellen Backrooms-Kanon,
Und die Backrooms in ein anderes Universum mit unendlich verschiedenen Leveln. Also nicht unendlich Leveln, aber es ist unendlich groß. Also kann eigentlich alles in den Backrooms passieren. Und die erkläre ich euch jetzt Schritt für Schritt. Und so kommen wir jetzt auch zum Kapitel 2, dem Aufbau der Backrooms, beziehungsweise dem Aufbau des SCP-Wikis. Ich meinte natürlich Aufbau des Backroom-Wikis. Und da das Backroom-Wiki sozusagen am ehesten der Kanon ist, werde ich mich natürlich auch hauptsächlich auf diesen als Quelle stützen. Und deshalb ist es halt auch wichtig, um die Backrooms besser zu verstehen. Deswegen erkläre ich euch kurz noch das und dann können wir endlich mit Level 0 beginnen. Wenn ich dran denke, mache ich für diejenigen in die Kommentare Timesteps rein, die das alles schon wissen, damit die direkt zu Level 0 vorspulen können. Gut, das muss ich eigentlich nicht sagen. Ihr seht ja, ob ich es gemacht habe oder nicht. Und diejenigen, die das hier hören, werden diese Funktion eh nicht benutzt haben. Aber egal. Ist jetzt halt so. Also, Kapitel 3. Aufbau der Backrooms, beziehungsweise auch Aufbau des Backroom-Wikis. Also da das Wiki von dem gleichen Betreibern ist wie das SCP-Wiki, sind die auch sehr ähnlich aufgebaut. Wie beim SCP-Wikis kann man halt anstatt nach den einzelnen SCPs die einzelnen Backrooms-Level, die in verschiedene Cluster aufgeteilt sind, anklicken und mehr Informationen dazu lesen. Genau das gleiche gilt für Entities, Minus-Level, Enigmatic-Levels und so weiter. Ich musste euch diesen Aufbau des Wikis nur kurz erklären, damit ihr alles Weitere versteht. Das ist nämlich sehr wichtig, weil das Wiki halt, wie ich gesagt habe, am ehesten Kanon ist und ich deswegen das Wiki auch hauptsächlich als Quelle benutzen kann. Kane Pixels sehen auch viele so, wie gesagt, eher schon in Richtung Kanon an, aber es gibt bei den Backrooms halt keinen einheitlichen Kanon wie bei den SCPs. Aber jetzt, wo wir endlich alle Grundlagen abgehakt haben, können wir jetzt endlich rüber zu Level 0. Backrooms Level. Level 0. Die Lobby. Hier beschäftige ich mich jetzt erstmal kurz mit dem normalen Level 0. Es gibt auch noch Sublevels, aber das sind Sachen für spätere Videos. Ich komme erstmal mit dem ganz normalen Level 0. Also Level 0 ist sicher und gefährlich. Das ergibt auf Deutsch nicht wirklich Sinn. Auf Englisch ist es halt safe und unsecure. Die genauen Unterschiede verstehe ich jetzt auch nicht, aber das eine ist mit Sanity, also geistiger Gesundheit, und das andere mit physischen Schaden oder physischen Gefahren. In Level 0 sind keine Entitäten, also zumindest im neuen Kanon. Ich habe ja erzählt, dass es im alten Kanon ganz anders ist. Generell muss ich auch sagen, ich blende hier teilweise vom Original-Wiki und teilweise vom deutschen Wiki Sachen ein. Das Problem beim Deutschen ist, es ist halt manchmal nicht perfekt übersetzt, aber ich kann es dann halt freier vortragen, weil ich das nicht erst in meinem Kopf übersetzen muss. Also um mal zurückzukommen zu Level 0. Level 0 ist im Original 660 Square Miles groß gewesen. Im neuen Kanon, glaube ich, ein unendlich großes Level. Also unendlich groß einfach, kein Ende hat Level 0. Und im neuen Kanon vom Wiki hat Level 0 halt nichts außer diesen Decken, Wänden und Lampen, die diese ganze Zeit dieses nervige Geräusch machen, was ich euch ja auch schon am Anfang mehrmals eingeblendet habe. Jedoch muss man sagen, beim Game Pixel Kanon zum Beispiel ist es so, dass es ganz viel, auch viele verschiedene Wandmuster gibt oder dass es auch verschiedene Teppiche gibt. Okay, das gibt es in den einzelnen Subleveln auch, genauso wie Wandmustern. Oder dass es auch Möbelstücke gibt. Im Originaltext stand zwar Devoid of Furniture, also komplett ohne Möbel oder irgendwas. Aber bei Kane Pixel gab es Möbel, aber die waren halt alle richtig komisch und random angeordnet. Ich persönlich finde das so besser, weil das irgendwie dann nochmal so ein besonders weird ist, wenn die Sachen irgendwie komplett random da stehen, die Möbel. Aber im neuen Kanon lässt sich sonst auch echt nicht viel zu Level 0 sagen. Ich könnte auch noch mal ein Video zum alten Kanon machen, wenn ihr wollt. Die ganzen Details, die man sich jetzt eigentlich schon denken kann, wie dass die Wände gelb sind oder so, die lese ich jetzt mal nicht vor. Oder es gibt auch solche lustigen Sachen wie das Kompasse durchdrehen, also wie im Nether in Minecraft, oder GPS-Ordnung nicht. Solche Sachen, Funkkommunikation oder WLAN geht natürlich auch nicht. Eine Flüssigkeit durchdringt den Teppich, tropft von der Decke, tropft von den Wänden, die Tapete ist an Stellen kaputt. Solche Infos erzähle ich euch jetzt nicht. Alle, jedoch, falls ihr noch irgendwelche extra Infos oder kleine Details wissen wollt, das deutsche sowohl auch das englische Original-Wiki verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Aber jetzt muss ich noch einmal schnell die wichtigsten Punkte abrattern, weil die sind jetzt nicht ganz uninteressant. Also dadurch, dass man in Level 0 ja keinem anderen Lebewesen außer so ein paar kleinen Insekten oder so begegnen kann oder
in irgendwelchen Subleveln gibt es da auch keine Außenposten, also keinen einzigen und keine Kolonien, also von Menschen jetzt auch keine Entitäten. Es gibt zwar angebliche Hörungen und Sichtungen im aktuellen Kanon, aber nie eine echte. Und es kann gut sein, da Level 0 einen eigentlich ziemlich in den Wahnsinn treibt. Ist ja auch gefährlich für die Sanity, dass das einfach nur eine Einbildung war. In Level 0 kommt man, indem man in die Backroom Snow klippt. Also meistens kommt man in Level 0, es ist auch angeblich mal passiert, dass welche halt in andere Level genoclippt sind und dort gestartet haben, aber in den allermeisten Fällen genoclippt man dann in Level 0. Ein anderer Eingang ist auch noch, was heißt ein anderer, von den meisten Leveln kann man auch wieder zurück zu Level 0, also da kommt man oft hin, deswegen ist ja auch sozusagen die Lobby. Nicht der Hub, das ist auch ein Level, von dem aus man eigentlich in alle anderen Level kommt und auch von anderen Level kann man oft in der Hub kommen, sondern das ist die Lobby. Laut dem Wiki kann man von Level 0 über viele verschiedene Wege in Level 0 kommen, in Level 0 sag ich schon, von Level 0 in Level 1 kommen. Was ich zum Beispiel kenne, was aber jetzt gerade nicht im Wiki steht, ist, dass man durch so eine Kellertreppe sozusagen nach Level 1 kommt. Level 1 ist nämlich auch eine Parkgarage, deswegen passt es halbwegs. Flure von Level 0 gehen oft in Level 1 über. Man kann auch vom No-Clipping Level minus 1 oder Level 1 kommen. No-Clipping durch Wände oder Boden. Durch das Durchbrechen des Bodens kommt man zu Level 27, die Wood Rooms. Die sind also direkt unter Level 0, deswegen würde ich auch euch nicht empfehlen, den Boden kaputt zu machen. Das geht gar nicht mal so, das ist gar nicht mal so schwer, den Boden kaputt zu machen, weil er nicht so dick ist. Aber dann kommt ihr in ein sehr viel gefährlicheres Level. Brauche ich auch beide Level in Minecraft? Noch schlimmer ist allerdings, das kann auch dazu führen, dass man im Void landet. Also so ungefähr wie das Void in Minecraft oder wie unser Universum, nur halt noch leerer, da ist exakt gar nichts mehr. Und entweder stirbst du im Level Void, oder es ist eigentlich gar kein Level, sondern einfach Leere. Oder du verbringst den Rest deines Lebens und hast nichts außer Leere um dich herum. Oder wenn du Glück hast, landest du in irgendeinem anderen Level. Also keine guten Aussichten. Außerdem kann man auch in den Manila-Raum kommen. Das ist jetzt, der Manila Room ist jetzt kein anderes Level, aber da kann man tatsächlich auch ausnahmsweise auf andere Personen treffen. Der ist auch ganz lustig. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, kann ich da auch ein kurzes Video zu machen. Und das war es tatsächlich eigentlich mit Möglichkeiten von Level 0. Theoretisch müsste es eigentlich auch möglich sein, von Level 0 in der Hub zu kommen. Das steht hier jetzt allerdings nicht. Generell sind Eingänge in den Backrooms auch oft keine Ausgänge. Also deswegen kann es auch gut sein, dass man nur von Level der Hub nach Level 0 kommt. Aber eigentlich kommt man da durch eine Tür durch. Deswegen sollte es eigentlich auch andersrum möglich sein. Aber was man auch sagen muss, in Ken Pixels oder Async Research Kanon oder auf solchen YouTube-Kanälen halt die Kurzfilme machen, oder was die da machen, da kann man halt von Level 0 eigentlich in jedes Level kommen. Zumindest sind die in Level 1 for you live, Level 37, also oder das war Welcome to the Jungle, in die Poolrooms, in so viele Level genoclipped oder einfach da konnten die durch Gänge hingelangen. Das ist im offiziellen Wiki zwar nicht so, aber das ist ja sowieso was ganz anderes als dieser Kane Pixel Kanon und den Chaos 44 Kanon. Man mag von ihm halten, was man will, aber der hat echt ein cooles Backrooms-Projekt in Minecraft gemacht. Ich würde mal sagen, das ist auch sehr, sehr stark an Kane Pixel inspiriert, deswegen bei dem ist es das meiste auch so ähnlich wie bei Kane Pixel, deswegen habe ich das jetzt nicht einzeln noch dazu gezählt. Aber das war's mit dem Video, schreibt mir mal gerne eure Meinung und sagt, ob ich einen weiteren Teil machen soll. Auf jeden Fall. Ciao, bis zum nächsten Mal.